Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Ja, Freunde, es ist endlich soweit. Wir werden Acryl machen, beziehungsweise ein bisschen damit rumspielen. Es war von euch gefragt und manchmal höre ich natürlich auch auf euch und es war sehr oft gefragt von euch. Daher kommt es jetzt auch endlich. Dafür musste ich meine alten Acryl-Skills ausgraben. Und jetzt sitzen wir hier und machen das erste Acryl-Video. In diesem Video geht es jetzt erstmal rein in die Basics. Wofür ist Acryl? Wie ist der Workflow? Was gibt es für Unterschiede in den Produkten etc. Gehen wir gleich alles durch und in den nachfolgenden Videos gehen wir dann aufs Pinchen ein, aufs Verlängern, Schablone, Tipp, French, Produkttests werden wir machen etc. Es wird eine komplett neue Playlist auf diesem Kanal, daher sharen, teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken, damit ihr das nächste Video dann auch damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ganz, ganz wichtig. Gut, genau, Share, Teilen, Liken habe ich schon gesagt, ganz wichtig und starten wir. So, starten wir doch direkt mal mit dem Basics, was ihr für Acrylnägel eigentlich braucht, also die Grundbestandteile. Und zwar ist das ein Monomer und ein Polymer, habe ich letztens noch gelernt. Könnt ihr aber direkt wieder vergessen, es heißt eigentlich Liquid, das ist eine klare Flüssigkeit, und ein Pulver, das ist das hier. Genau, es funktioniert nur mit diesen beiden Sachen. Ihr könnt anstatt des Liquids nichts anderes nehmen. Ganz, ganz wichtig, ihr könnt keinen Nagellackentferner oder Aceton oder was auch immer nehmen dafür. Ihr braucht auf jeden Fall das passende Liquid zu eurem passenden Acryl. Am besten auch vom selben Hersteller, eigentlich vom selben Hersteller, weil da kann es auch mal Unterschiede geben. Ich habe heute extra hier nichts drauf auf meinen Sachen, habe ich extra abgeknibbelt, denn ich möchte, dass ihr erstmal mit den Sachen rumspielt, die ihr eventuell schon zu Hause habt. Daher hier keine Produktplatzierung. Spielt erstmal mit den Sachen rum. Generell könnt ihr von allen Herstellern Acryl kaufen. Es gibt immer leichte Unterschiede in der Härtung, in der Produktaufnahme. In der, ja, manche werden gelb, manche Liquids riechen mehr, manche Liquids riechen weniger. Genau, da gibt es Unterschiede, aber wie gesagt, in dieser Videoreihe werden wir noch ein bisschen auf Produkttests eingehen. Genau, aber in diesem Video erstmal die Basics. Ich will euch nur zeigen, wie das Ganze funktioniert, theoretisch und auch am Ende dieses Videos auch praktisch. So, was sind jetzt eigentlich die Eigenschaften von Acryl bzw. die Unterschiede zu Gel? Erstens, Acryl härtet an der Luft. Ihr braucht theoretisch keine UV-Lampe dafür. Acryl ist aber matt. Das heißt, ihr müsst es mit einem Gel versiegeln. Dafür braucht ihr natürlich auch wieder eine UV-Lampe. Also der ihr glauben, dass ihr keine UV-Lampe für Acryl braucht, ist so nicht ganz richtig. Ihr könnt es natürlich auch mit Nagellack versiegeln oder lackieren, beziehungsweise wenn ihr fertig seid mit eurem Acrylnagel. Aber eine Gelversiegelung ist da schon die bessere Lösung. Genau, zu den groben Eigenschaften von Acryl. Es ist auf jeden Fall mega hart. Acryl ist eigentlich das hier, ne? Plastik, reines Plastik. Genau, es ist hart, es hält meistens dann, wenn nichts anderes mehr hält. Das heißt, wenn ihr Haftungsprobleme bei irgendwelchen Kunden oder vielleicht bei euch habt, dann ist Acryl vielleicht mal eine Option, mal auszuprobieren. Denn ich garantiere euch, garantieren nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Acryl dann bei euch hält. Zudem könnt ihr das Ganze auch dünner arbeiten, das ist kein Problem, denn wie schon gesagt, das Ganze ist etwas härter als Gel.
So, das waren die Vorteile von Acryl. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen, denn da gibt es auch einige. Zumal das Liquid recht stark riecht. Also ich habe hier in meinen Tests, als ich hier die letzten Tage ein bisschen rumprobiert habe, musste ich auf jeden Fall einmal komplett durchlüften. Mein Büro ist hier nebenan. Ich habe echt Kopfschmerzen bekommen davon. Aber da gibt es auch Unterschiede von Hersteller zu Hersteller. Zweiter Nachteil ist, dass es relativ schwer für Anfänger ist. Da es an der Luft härtet, müsst ihr relativ schnell und zügig arbeiten. Daher solltet ihr, wenn ihr damit anfangt, erstmal auf Tipps üben auf jeden Fall. Ganz wichtig, und euch langsam an das Ganze rantasten, bevor ihr an einem Kunden arbeitet. Und der nächste Punkt ist das Ablösen. Ablösen ist auch noch so ein Ding. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze abzulösen. Einmal die Acetonmethode. Dabei müsst ihr die Hand bzw. die Finger, die Acrylnägel in Aceton eine Weile einweichen. Und dann könnt ihr das mit dem Spatel abkratzen. Wenn ihr das macht, kratzt ihr euch natürlich auch jegliche Verlängerung ab. Das heißt, wenn ihr eine Schablonverlängerung gemacht habt, ist die auch wieder ab. Tipps lösen sich ab, also ihr müsst nochmal den Nagel komplett verlängern. Zweite Methode wäre das Abfräsen. Ist eine Schweinearbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, aber für mich eigentlich die beste Möglichkeit, das Ganze abzulösen. Zumal Aceton, wenn ihr die Hände in Aceton reinpackt, Aceton ist aggressiv, will ich nicht sagen, aber es entzieht der Haut sehr viel Feuchtigkeit und ist nicht so geil für die Haut, und ihr müsst die dann auch pflegen vernünftig, die Finger wieder, und deshalb würde ich immer zum Abfräsen tendieren. Dann kommen wir noch zu einem Punkt: wenn ihr klares Acryl verwendet, kann es sein, dass sich das Ganze verfärbt unter Sonnenlicht bzw. UV-Licht. Relativ schnell sogar. Ich habe manchmal Kunden gehabt, die haben, es waren bei den Chinesen, bei US Nails, wie auch immer sie alle heißen, und nach einer Woche hatten die gelbe Finger bzw. gelbe Spitzen, weil die hatten weißen French drauf. Ist natürlich auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, also da müsstet ihr euch auch ein bisschen durchtesten oder dann vielleicht sogar einen Sunblocker verwenden. So, die Basics hätten wir. Jetzt kommen wir mal dazu, was ihr noch so braucht, um Acrylnägel zu machen. Ihr braucht auf jeden Fall einen Primer, ganz wichtig, feine Buffer etc. Das ist ein Muss, braucht ihr auch für normale Gelnägel, ganz klar. Dann braucht ihr natürlich auch noch einen Pinsel, am besten einen Katzenzungenpinsel, der ist für Acryl besonders gut geeignet. Größe müsst ihr euch mal so ein bisschen durchtesten. Ich würde, weiß nicht, so ein paar Größen immer da haben, falls ihr mal kleine Nägel habt, falls ihr mal große Nägel habt. Genau, dann braucht ihr natürlich das Liquid, ganz wichtig, das Pulver. Da könnt ihr euch natürlich auch unter verschiedenen Farben durchtesten. Es gibt Make-up, es gibt Sand, es gibt alle möglichen Farben, es gibt Glitzer, also da könnt ihr aus einer breiten Palette bei den meisten Herstellern wählen. Dann, wenn ihr den Nagel verlängern wollt, natürlich noch Tipps oder Schablone. Dann braucht ihr noch ein kleines Gefäß, um euer Liquid reinzufüllen. Da kommen wir gleich nochmal dazu, wie das funktioniert. Dann braucht ihr noch Servietten oder Zewa, um den Pinsel so ein bisschen zu reinigen. Kommen wir gleich auch nochmal dazu. Das Ganze sollte ohne Farbe sein, das heißt, die Serviette sollte ohne Farbe sein, denn das Liquid wird euch die Farbe aus den Servietten oder aus dem Zewa rausziehen, und das habt ihr dann im Pinsel. Nicht so nice. Dann würde ich euch optional noch eine Fräse empfehlen. Muss jetzt nicht die teuerste sein, aber ist auf jeden Fall sehr viel zeitsparend, um euch die Nägel abzufeilen oder den Nagel dann später nochmal nachzufeilen. Und wenn ihr dann auch den Nagel schön lackieren wollt, würde ich euch ein UV-Farbgel-Versiegelung oder Shellack empfehlen. Dafür braucht ihr dann natürlich auch eine UV-Lampe. Dann braucht ihr natürlich auch noch zwei Hände, am besten mit 10 Fingern. Wenn ihr weniger habt, ist aber auch nicht schlimm. So. So, Freunde, ich darf das Ganze jetzt nochmal neu aufnehmen, weil diese Kamera hier, mir einen Strich durch die Rechnung macht. Also, fangen wir nochmal neu an. Zewa. Viele benutzen auch, oder viele sagen, dass Servietten besser sind.
Ich habe bis jetzt auch kein Problem mit Zebra gehabt, deswegen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie ich glaube ich schon gesagt habe, farbloses nehmen, ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt hier mein iPhone nochmal hingestellt als nächste Kamera. Ich hoffe, das haut hin. So, und dann suchen wir uns mal eine Farbe unserer Wahl an Acryl. So. Schnappt euch dann auch gleichzeitig noch ein Blatt Papier. Egal was, weiß, schwarz, gelb, grün, ist vollkommen wurscht. Das kleine Pinnchen. Und dann kippen wir uns mal ein bisschen Liquid hier rein. So, generell ist der Workflow so, ihr tunkt den Pinsel hier rein, in das Liquid und dann ab in das Pulver. Und daraus ergibt sich dann eine kleine Kugel, die ihr dann auf den Nagel bringt. So im Groben das Ganze erklärt. Wichtig ist dabei, dass diese Kugel nicht zu flüssig ist, nicht zu dickflüssig, nicht zu klein. Und das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Einmal der Pinsel, wie viel Feuchtigkeit kann der Pinsel aufnehmen. Dann hat das natürlich auch was mit dem Pulver und dem Liquid zu tun. Und auch noch ein bisschen, wie viel von dem Liquid lasst ihr im Pinsel und wie viel streift ihr ab. Genau, und das gehen wir heute mal durch. Also ihr müsst euch mit euren Produkten ein bisschen rumprobieren. Da ist jedes Produkt ein bisschen anders. Ich habe mit meinen schon mal ein bisschen rumexperimentiert im Vorfeld. Also, im Grunde fangt ihr so an. Ihr tunkt euren Pinsel in das Liquid rein, streift ihn, je nach Liquid und Produkt, mehrmals ab, aber nur einseitig, nicht zweiseitig, nur einseitig, nochmal neu. Also nur so, eins, zwei. Dann dreht ihr den Pinsel um und dann geht ihr in das Pulver rein. Dann formt sich hier so eine kleine Kugel. Und dann geht ihr nochmal rein. Und dann habt ihr eine etwas größere Kugel. Dann wartet ihr kurz ein paar Sekunden, damit sich das Liquid schön in den Pulver verteilen kann. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon ablegen. So wird ein schönes Bällchen für mich aussehen, für einen kleinen Nagel. Ganz wichtig ist auch immer wieder, den Pinsel auf der Zellette sauber machen. Ne? Ganz wichtig, weil wenn euch das Acryl im Pinsel hart wird, könnt ihr den wegschmeißen. So, genau, so schon mal die erste grobe Handhabung vom Acryl Liquid Workflow. Wenn ihr, also es kommt wie gesagt aufs Produkt an, umso öfter ihr den Pinsel jetzt hier abstreift, umso weniger Liquid ist im Pinsel. Ja, wenn ihr den jetzt so krass abgestriffen habt und hier reingeht, seht ihr, habt ihr quasi nichts am Pinsel. Daher müsst ihr gucken, wie gesagt, ein bisschen rumprobieren mit eurem Liquid. Wenn ihr es nur einmal abstreift, könnte es eventuell zu viel sein. Oder das Bällchen hat zu viel Liquid drin. Und dadurch wird es zu flüssig, wenn ihr es auf den Nagel auftragt. Ja, also das hier wäre schon jetzt grenzwertig. Ihr seht schon, es verläuft ein bisschen mehr. Da müsst ihr euch ein bisschen rumprobieren. Also es sollte ein bisschen standfester sein. Aber ja, nicht zu flüssig. Das merkt ihr dann beim Rumprobieren, ob es zu flüssig ist, wann es zu flüssig sei. Also es kommt wirklich darauf an, wie oft streift ihr das hier ab und geht dann ins Liquid rein. Einmal, vielleicht auch zweimal, dann kurz warten, bis sich das Liquid im Pulver verteilt hat. Und dann könnt ihr das Ganze absetzen. Na. Genau, das ist eigentlich schon so der grobe Workflow. Das würde ich einfach mal ein paar Mal probieren.
bis ihr dann wirklich an euch an Tipps rantraut. Ja. Immer wieder sauber machen das Ganze. Umso besser ihr auf euren Pinsel aufpasst, umso besser ist das natürlich auch. Mit der Zeit arbeitet ihr, wenn ihr einen neuen Pinsel habt, arbeitet ihr den richtig schön ein. Der wird richtig schön geschmeidig, fluffig so ein bisschen. Und dadurch lässt sich auch besser mit dem Pinsel arbeiten. Wenn ihr jetzt einen richtig neuen habt, ist das natürlich auch eine super Lösung, sowas noch ein bisschen auf dem Papier auszuprobieren, um den Pinsel auch einzuarbeiten. Ne? Also ruhig mal so, ja, 50 Bällchen modellieren, sage ich jetzt mal. 50 von diesen kleinen Popeln machen. Und dann können wir im nächsten Step, beziehungsweise im nächsten Video, werden wir dann mal gucken, dass wir anfangen, eine Modellage zu machen. Genau. Wie gesagt, das übt ihr jetzt erstmal ein bisschen. Ich zeige es nochmal im Detail. Das soll es gewesen sein mit den Übungen. Wie gesagt, das erstmal üben. Pinsel sauber halten. Immer schön auswaschen in Liquid. Und dann irgendwo schön beiseite legen. Oder manche hängen den auch so auf. Es gibt so Halterungen für Pinsel, da könnt ihr den so reinpacken. Perfekt, besser könnt ihr ihn nicht lagern. Wie gesagt, Acryl wird nicht unter UV-Licht hart. Das heißt, wenn ihr den vernünftig ausgewaschen habt, dürfte da nichts passieren. So, das soll es dann auch schon gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das auf jeden Fall üben, umso besser ihr diese kleinen Popel formen könnt, umso besser wird das dann im nächsten Step auch mit dem Modellieren funktionieren. Ne? Wie gesagt, jedes Produkt reagiert anders. Probiert euch da mal ein bisschen durch mit euren Sachen, die ihr vielleicht schon zu Hause habt. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Dann wird Franzi hier sitzen und wir werden das Acryl auf den Nagel bringen. Mal gucken, was für eine Nagelform wir machen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gern sehen möchtet. Ob ein Stiletto, ein normales Square, eine Mandel. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein und dann soll es das auch schon gewesen sein für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und bis dahin, euer Chris. So, und ich habe jetzt noch ein bisschen Feierabend. Ja.